Neben dem E-Bike-Antrieb, unserem Porsche CX, ist die Schaltung eines der wichtigsten Komponenten an einem E-Bike. Klar, weil das ist wie am Auto, was nützt Ihnen ein Motor mit viel PS, wenn Sie keine Schaltung haben? So, aus dem Grund, es gibt unterschiedliche Schaltungen und wir haben uns eine ausgeguckt, die für uns die zuverlässigste, nachhaltigste, wartungsärmste, verschleißfreiste Schaltung ist. Das ist die sogenannte Nviolo oder wie sie früher hieß, Nuvinci-Schaltung. Ganz kurz, es ist nicht eine Kettenschaltung, wo die Kette hin und her schaltet. Da gibt es doch relativ viele Verschleißprobleme und auch von der Zuverlässigkeit arbeitet die nicht so toll. Hier haben wir bei der Nuvinci ein gekapseltes, eine Nabe, eine sogenannte Nabenschaltung. Und zwar funktioniert die stufenlos. Also wo man immer früher das Problem vielleicht gehabt hat, man weiß nicht so richtig, in welchen Gang man jetzt schalten soll, mache sie das hier intuitiv, also aus dem Gefühl heraus, mittels einem Drehgriff, der direkt hier am Griff angebracht ist, ein Dreher. Und mit Daumen und Zeigefinger umgreife sie den. Und wenn ich nach vorne schiebe, dann wird es leichter, also die leichteren Gänge, die leichtere Übersetzung. Und wenn Sie es andersrum drehen, dann wird es eben schwerer. Unterstützt wird das Ganze visuell durch ein Mändle, welches dann einen Berg hochfährt oder dann auf die Ebene kommt. Also es ist so einfach vom Verstehen und von der Bedienung, dass wirklich, wir haben nur begeisterte Kunden und Kundinnen von dieser Schaltung. Und das Interessante ist, wir haben jetzt einige Tauberrad-E-Bikes mit weit über 30.000, 40.000 Kilometern mit dieser Schaltung, wo noch keine Reparatur oder sowas Ähnliches notwendig war. Diese Nabe, dieses Getriebe, das ist gekapselt, das ist, läuft in einem Ölbad, also das hat eine Dauerschmierung und dadurch funktioniert es einfach. Also ein Riesenfortschritt gegenüber einer normalen Kettenschaltung. Wir wissen auch, dass diese Schaltungen selten draußen im Fachhandel angeboten werden. Ganz einfach, weil sie etwa 200 bis 300 Euro mehr kosten gegenüber einer Kettenschaltung und offensichtlich draußen die Leute oder der Handel mehr interessiert, der Preis, ja, ein aktueller Preis, als die Nachhaltigkeit von einem Produkt. Ist so. Die Kraft des Motors und auch die, wo sie selber reindrehte, wird übertragen über eine Kette. Wir haben unser zweites Sondermodell noch, welches mir dann einen Zahnriemen verwende. Und bei diesem Modell hier beim Sport mit einer Kette haben wir uns für eine rostfreie Hochleistungskette entschieden. Auch da haben wir Versuche gemacht und wir beobachten das von unseren Kunden und Kundinnen. So eine Kette hält mindestens 15.000 Kilometer, vorausgesetzt, Sie spannen sie alle 1.000 Kilometer etwa und Sie benutzen ein Kettenspray, das wir Ihnen empfehlen. Jetzt sagen Sie, oje, 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 alle 1000 Kilometer Kette spannen, das kann ich nicht. Doch, das können Sie, das weiß ich, das können alle. Sie kriegen nämlich zu diesem E-Bike, kriegen Sie ein hochwertiges Multifunktionswerkzeug dazu geschenkt. Das machen wir mit allen unseren E-Bikes so. Und wir möchten ja, dass Sie Gebraucher sind oder Gebraucherin statt Verbraucher und Verbraucherin. Verbraucher ist, wenn Sie mal drüber nachdenken, ist eigentlich ein Unwort, denn ein Verbraucher verbraucht einfach alles, bis nichts mehr da ist, geht gar nicht. Wie die Fische, die zum Beispiel leer gefischt werden im Meer oder das Öl, das dann irgendwann versiegt und die Luft, was weiß ich. Gebraucher bedeutet, Sie gebrauchen die Dinge, die Sie halt eben brauchen, mit Verstand, aber auch mit Verantwortung. So, dass Sie das Produkt oder alles, was Ihnen die Energie, die zur Verfügung steht, auch lange und nachhaltig verwenden können. Also Gebraucher und Gebraucherin. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie Sie dort die Kette spannen. Und zwar, es gibt hier
zwei Schrauben, das sind sogenannte Innenbusschrauben. Also Sie klappen hier da das Werkzeug auf, so, dann lösen Sie beide hier und da. So, und dann ist daneben noch ein Loch, wo auch eine sogenannte Madenschraube drin sitzt. Und dann klappen Sie das auf und nehmen dann die Schlüsselweite Inbus 4 mm. Gehen dann einfach so rein und drehen das mal eine halbe Umdrehung fest. So, und dann merkt man, die Kette ist jetzt zu fest ein bisschen, also macht man es wieder los, sehen Sie, und jetzt hat es schon mehr Spiel. So einfach geht das Ganze. Das macht man hüben und drüben genauso gleich. Also Sie merken sich, wie viel dass Sie hier rumdrehen, vielleicht eine halbe Umdrehung. Und dann ziehen Sie einfach hier wieder die beiden Schrauben fest. So, das ist eine Affäre von maximal 5 Minuten. Und dann haben Sie so die Kette gespannt. Ja, also, insgesamt kann man also sagen, die Enviolo Novinci-Schaltung ist praktisch unverwüstlich. Sie ist einfach von der Bedienung, Sie können die auch im Stand schalten, gell? Also wenn Sie fehlende Start vorne und halte an und starte los mit Raketenschaltung, müssen Sie vorher in einen leichten Gang, in den Anfahrgang schalten. Hier machen Sie es einfach im Stand. Ein großer, großer Vorteil. Und ja, also im Grunde genommen die beste Schaltung, eine der besten Schaltungen, die überhaupt für E-Bikes geeignet sind. Was jetzt noch ein Argument ist, hier für eine Kette, und zwar bei einer Nabenschaltung ist es so, da ja die Übersetzung in der Nabe stattfindet, wird ja hier die Kette nicht hin und her bewegt, sondern sie läuft immer geradeaus. Und das ist der große Vorteil, dass wir hier eine dicke Kette verwenden können, die immer gerade belastet wird. Bei einer Kettenschaltung zum Beispiel, da muss die Kette hoch und runter steigen. Allein schon dieser Vorgang ist ein großer Verschleiß für die Kette. Dann wird sie seitlich beansprucht, sie wird also gebogen. Und die Kette ist deutlich schmaler, weil sie ja durch mehrere Zahnräder durchlaufen muss, nämlich 11 oder 12 gar. Sie sehen, das ist nämlich das Problem, wo viele mit ihren E-Bikes haben. Der Verschleiß der Kette ist so hoch, dass es dann Fahrradhändler gibt, die empfehlen, alle 3000 Kilometer die Kette zu wechseln. Ich sage Ihnen, das geht richtig ins Geld und das ist also für mich nicht akzeptabel. Ich möchte, dass eine Kette 15.000 Kilometer hält und einfach wartungs- und pflegearm ist und entsprechend auch kostengünstig. Also das heißt, unser nachhaltiges Tauberrad-Sondermodell, werden Sie auch merken, wird nach 5 oder 10 Jahren deutlich günstiger sein in der Folgekosten bei Inspektionen und, wie ein herkömmliches E-Bike.